Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Muskelausdauer und Cardio Blabla. Ich würde heute mal gerne über das Thema sprechen, was ist für mich wichtig, wenn ich einen Coach suche. Es gibt, oh Gott, ich glaube mittlerweile Coaches, Betreuer, Gurus oder wie sie sich alle nennen, wie Sand am Meer. Jeder hat irgendeinen anderen Betreuer, überall liest man coached by, bla bla bla. Im Moment nimmt es echt ein bisschen Überhand. Ich habe mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt und habe mir mal so ein paar wesentliche Punkte vor Augen gehalten, was mir unheimlich wichtig ist, wenn es ums Thema geht, den richtigen Coach zu finden. Anfangs war das so, da war ich, also 2012, war ich nicht wirklich mobil. Heißt, ich hatte kein Auto, ich konnte keine großen Strecken fahren. So, dann hatte ich einen Coach, einen sehr guten, einen sehr erfahrenen Coach, den Eric Bernier, war auch selbst beim DBV bzw. bei der IFBB als Kampfrichter vertreten, also er hatte schon Ahnung, selber Wettkampfathlet. Mit dem habe ich zusammengearbeitet, ich konnte sehr, sehr viel über das Training lernen, über verschiedene Methoden und wie zerschmetternd ein Training sein kann. Der Erik ist nämlich einer von der Sorte, der lieber zu viel trainiert als zu wenig. Nichtsdestotrotz war ich dann 2012 in der Prep zum ersten Wettkampf von der IFBB. Da war ich dann Zweiter auf der baden-württembergischen Meisterschaft. Dann ging es auf die Deutsche, bin ich Siebter geworden. Da war ich, ich glaube, 17 Jahre alt, wenn ich mich nicht ganz irre. Es war schon mal ein ganz guter Start, aber wir waren nicht ganz on point. Es hat noch nicht ganz gepasst. Ich meine, ich war auch ziemlich unerfahren und das lernt man alles mit der Zeit. Auf jeden Fall, das war mein erster Coach. Warum habe ich ihn ausgewählt? Nun ja, ich wusste, er hat Erfahrung. Ich wusste, er kann mit Athleten umgehen. Ich wusste, ich bin nicht sein erster Athlet, den er vorbereitet. Und naja, er hatte auch ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen, wie das so bei der IFBB abläuft. Ist natürlich unheimlich wichtig, vor allem wenn du ganz neu bist. So viel zum Eric. Also Eric war mein erster Coach. Ist heute übrigens auch noch mein Friseur. So, dann hatte ich natürlich ein Auto und mir wurde schon ganz, ganz oft ein Spiros Memos empfohlen. Und ich habe damals schon ein paar Meisterschaften besucht gehabt. Und immer wurde dieser Name Finest in Fitness aufgerufen. Und jeder Athlet aus dieser Truppe war irgendwie mega gut und hat so Plätze zwischen 1 und 3 belegt. Und dann habe ich herausgefunden, dass der Spiros der Coach ist von dieser Truppe. Das hat mich natürlich stutzig gemacht. Dann wurde ich ganz oft darauf verwiesen, mich bei ihm zu melden. Dann sind wir es angegangen. Mitte 2012, also nach den besagten Meisterschaften, habe ich mich dann bei ihm gemeldet, habe mit ihm telefoniert, hatte dann auch einen Termin bei ihm in Stuttgart da, die Ecke. Und ich war mega beeindruckt von diesem Mann. Und das erste Mal war es so, das war nicht irgendwie nur, das war nicht ein Coach, so ein Trainer, sondern der hat sich auch um meine private Scheiße so ein bisschen gekümmert. Hat mir einen Leitfaden gegeben und egal was für Probleme ich hatte, ich konnte ihn immer anrufen und er hat mir einen guten Rat gegeben. Also er war nicht nur mein Trainer, sondern wirklich auch ein Coach in allen Lebenslagen. So, dann ging es in die Prep für die Deutsche wieder. Und diesmal war es wirklich, ich habe alles Mögliche getan, um dieses Mal die Bühne zu rocken. Und wenn ich meine Scheibe Gurken zu viel gegessen habe, dann habe ich nachts um 3 den Coach, den Spiros angerufen. Und dann war das okay, weil ich wollte wirklich richtig top sein dieses Mal. Und da habe ich gemerkt, ey Mike, du bist genau an der richtigen Stelle. Spiros ist einer, der ist nicht nur dein Trainer und sagt dir, wie du trainierst und essen sollst, sondern wenn du traurig bist, dann telefoniert er auch 3 Stunden mit dir, wenn es sein muss. Es ist auch so ein bisschen eine Vaterrolle, die er eingenommen hat, ja? Also er heißt nicht umsonst bei ganz vielen Leuten Papa-Coach. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man bei der Auswahl seines Trainers wählen sollte, dass man ihm vertrauen kann, auch in anderen Lagen, ja?
Auch Spiros war Teil des IFBB-Organisationsteams, Kampfrichter, Sportreferent, auch sehr, sehr erfahren, selber Wettkampfathlet. Das heißt, der kennt die ganze Prozedur. Ich gehe nicht zu einem Vorbereiter, denn ich weiß, wie es ist, wie man leidet in der Diät. Totaler Bullshit. Der kann dir zwar erzählen, ja, erstmal 50 Gramm Reis und eine Gurke, aber der weiß nicht, wie sich das anfühlt. Der weiß nicht, wie du leiden musst, wie scheiße das Cardio ist und das Training. Ja, so. Dann Spiros und ich, wir waren total erfolgreich. Wir haben ungefähr jeden Wettkampf gewonnen, an dem wir teilgenommen haben. Dann 2014 waren wir auf der Arnolds. Da sind wir Dritter geworden. Und das ist ein Wettkampf für die Junioren, der ist weltweit. Der Spiros ist meiner Meinung nach wohl, also für mich, der beste deutsche Coach überhaupt. Also vor allem, also was das Wissen anbetrifft, Spiros, ich muss sagen, ist kein Wissenschaftler. Er ist kein Mensch, der sich an Studien festbeißt. Spiros ist mehr ein Guru. Ein Guru handelt mehr aus der Fingerspitze raus, aus dem Bauchgefühl. Der weiß, wann man was ändern muss. Der weiß, wie man mit Menschen umgeht. Der weiß, wie die Menschen darauf reagieren, ohne dass er das jemals in einem Buch gelesen hat. Das sind so Werte, die konnte er sich aneignen. Ja, im Laufe der Wettkampfvorbereitung, in seinen Wettkampfvorbereitungen, in den Vorbereitungen von anderen Athleten. Und ey, das lief einfach wie Butter. Wir hatten nie Probleme, irgendwas irgendwie in Form zu kommen. Es hat einfach gepasst, jedes Mal. Arnold Classic, drittplatziert, als jüngster Finalist ever. Auch mega zufrieden. Jetzt war es aber für mich auch an der Zeit, zu überlegen, will ich den Sprung mal ins Profigeschäft machen? Und glaub mir, es war bei Gott keine schwere Entscheidung, meinem, ich sag mal, zweiten Daddy zu sagen, dass ich nicht mehr bei ihm in der Betreuung sein möchte. War aber demnach so. Ich habe den Coach damals gewechselt. Ich bin schweren, schweren Herzens vom Spiros gegangen und habe mich für den Weg mit Patrick Thur entschieden. Da gab es einen signifikanten Grund dafür. Patrick ist ein Coach, der schon etlichen Athleten diesen Step in die Pro Division verschafft hat, ja? Der Spiros, wie gesagt, ist ein Top-Coach. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich bei dem Coach, der schon mehrere Athleten zum Profi gemacht hat, besser aufgehoben bin, wenn ich selber mal Profi werden will. Ich stehe immer noch mit Spiros in sehr, sehr gutem Kontakt. Fast täglich eigentlich. Aber dennoch brauche ich die Hand, die mir ins Profigeschäft helfen kann. Ich will nicht bestreiten, dass Spiros das auch schafft. Aber wie gesagt, ich will jemanden, der mit Profis arbeiten kann und schon gearbeitet hat. Das hat Spiros derzeit noch nicht. So, jetzt arbeite ich also mit Patrick Thur zusammen. Und ich muss sagen, wie Patrick Thur arbeitet, ist noch mal ein Ticken anders. Er arbeitet noch gezielter und zwar so gezielt, dass ich es nicht mehr nachverfolgen kann, wieso das so ist. Ich muss zum Beispiel die Farben von Fischen unterschiedlich essen. Ich muss die Farbe von Gemüse unterschiedlich essen. Ich muss zu ganz komischen Zeiten ganz komische Grammanzahlen essen. Und das gibt mir schon mal das Gefühl, dass ich bei einem sehr, sehr professionellen Menschen angelangt bin. Und die Resultate sprechen auch für sich. Gut, ich will jetzt nicht weiter drüber sprechen, wie geil meine Coaches waren. Im Prinzip will ich euch nur sagen, sucht euch jemanden aus, dem ihr nicht nur im Sportlichen vertrauen könnt, sondern auch im Privaten. Sucht euch jemanden aus, der selbst weiß, wie scheiße das ist, eine Diät zu machen. Der selbst Bühnenathlet ist. Und sucht euch jemanden aus, bei dem schon klar ist, dass er euch auf die Bühne bringen kann. Ich brauche keinen Coach, der alle seine Athleten verhunzt und die scheiße auf der Bühne aussehen. Ich finde, einen guten Coach machen die Erfolge aus, die seine Athleten bringen. Wie bei einem Autohersteller. Ein Autohersteller, wenn er scheiß Autos baut, dann brauche ich da kein Auto in Auftrag zu geben, weil ich weiß, es wird scheiße. Das sind so drei ganz, ganz wichtige Punkte. So, genug von mir heute. Von Muskelausdauer und Cardio-Blabla.
dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ade.